Im Freundeskreis hat uns immer gestört, diese Vernichtung der sogenannten Butterberge damals. Und wir waren einfach der Meinung, das ist nicht gut. Und dann kam aus Amerika diese Idee von City Harvest, diese Lebensmittel, die gut verzehrbar sind, die in Ordnung sind, nicht zu vernichten, sondern an bedürftige Menschen weiterzugeben. Und verteilen statt vernichten, das ist unser Grundsatz, so haben wir die Tafel gegründet hier. Und die Armut, mit der wir konfrontiert werden, die wird immer größer und wir können wirklich sehr vielen Menschen helfen und sie unterstützen in ihrem täglichen Leben, was oft hart ist und geprägt ist von Sorgen und Nöten. Und so haben wir inzwischen eine Organisation aufgebaut, über 25 Jahre, die wunderbar läuft. Ja.